Ach, komm mal her, mein Na ey, Robinson, du, oder kannst du irgendwo da außen aussetzen? Auf der einsamen Insel da. Alles gut, seid ihr alle da? Frankfurt, mein Club ist Eintracht Frankfurt. Meiner auch. Absolut. Ich bin seit 94 eigentlich regelmäßig im Stadion. Schön ist mal eingebaut. Ich bin seit 88 in Wiesbaden. Vorher haben wir halt in Jugoslawien gewohnt. Die Mutter ist aber aus Wiesbaden. Vater halt. Gut, das ist schlimm. Nö. Hat immer mal passiert. Ich hab damit kein Problem. Wir haben ja auch genug Joghurt in Frankfurt. Ja, aber ich finde es nur irgendwie, wie ich halt auch nicht. Ich hab schon gedacht, das Schnee. Ja, wir sind letztes Jahr zweimal abgesoffen. Ja, und dann ist aber wieder weg. Ja, wenn die Ebbe kommt, dann ist es weg, wenn das Wasser weg ist. Aber Ebbe und Flut, die andere Mopse, ich hab's noch nirgendwo gesehen. Wir haben eine Nordsee-Bestie in Deutschland. Ja. Überleg mal, wenn jetzt zwischen Die haben auch, und das zweimal am Tag. Hast du ja hier auch. Morgens kannst du 10 Kilometer reinlaufen. Weiß ich nicht, aber ich... Nee, ja, aber kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber hier geht es schon auch ganz schön. Ja, nur einen Kilometer. Ja. Das ist das Wasser, was du durchziehst. Wo du denn in was die Station gehen kannst. Ja, so, ja, okay. Für Frauen ist auch nicht mein Fall. Aber für den Urlaub fand ich es sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen war Thailand hier halt zu mit Corona. Und Tansania war das einzige Land, wo du hinkommst, ohne irgendwas. Deswegen geht's hin. Nicht nur Thailand, das ist halt für mich mal ein Land. Schönste Land für mich. Ich fühle mich hier zu Hause. Ja. Wenn ich nach Deutschland komme, dann ist es nicht. Ist hier falsch? Du hörst hier nicht her. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Welche kommt Frankfurt? Immer noch Frankfurt? Ja, das ist ja auch der Prozess. Der Hinter Aschaffenburg ist hier dabei. Muss doch mal der Bank überfallen, ne? Geht ja heute gar nicht mehr, oder? Bank überfallen. Es bringt gar nichts mehr. Bringt gar nichts mehr, ne? Obwohl, die Automatensprenger sind ja ziemlich erfolgreich. Echt, ja. Aber bei uns ständig. Weiß ich gar nicht. Ne? Naja. Bei uns ständig. Wir haben teilweise müssen wir 30 Kilometer fahren, dass du den nächsten Backautomat kriegst, weil 4-5 Backautomaten gesprengt wurden. Und da ist so viel Geld drin, oder was? Anscheinend. Naja, ich hab's noch nicht gemacht, was? Naja. 2017 könntest du noch, wenn du irgendein Auto gekauft hast, mit bis 15.000 Euro im Bar bezahlen. Ja, genau. Ein Jahr später waren es nur noch 10.000 Euro und jetzt haben sie das runtergesetzt auf 7.000 Euro. Du darfst in Anführungsstrichen zu Hause nicht mehr die 7.000 Euro im Bar besitzen. Ansonsten machst du dich strafbar. Das ist ein Witz eigentlich. Früher war alles da. Dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Früher gab es noch Lohntüte. Also es ist schon ein seltsames Land, muss man mal so sagen. Jetzt stell dir mal vor, du hast ja dein ganzes Leben lang, gibt ja Leute, die daheim gespart haben. Jetzt bist du 60 und hast so eine Flasche voll oder und hast ja 100.000 gespart, daheim im Sparstrom, wie das die alten früher gemacht haben. Da ist das Schwarzgeld. Was ist das für. Weg, ja, Schwarzgeld, genau. Ja, ja. Und du hast das wirklich nur gespart. Aber das ist doch nicht normal. Deswegen wird auch Kryptowährung immer wichtiger und wichtiger. Wo ist meine Frau hin? Die ist anscheinend. Oh, oh, oh. Du bist ja noch sportlich. Jung und sportlich.
Aber schau, der Sonnenuntergang haben wir wegen Pech gehabt. He? Ja, der ist ein bisschen untergegangen. Na, hinter den Wolken. Sonnenuntergang ist untergegangen. War überhaupt schon, wie spät haben wir denn? Wieder einen schönen Sonnenuntergang, auch wenn man auf der anderen Seite nichts so sieht, aber die Spiegelung hier gigantisch. Ja? Ich muss bloß rausgucken, wo ist er. Was denn? Den Stein. Achso, den Stein, ja. Jetzt hast du ihn verloren. Tun aber nicht ins Essen. Naja. Wir machen das jetzt erstmal ruhig und stärkt euch. Machen wir das. Den Stein der Weißen, der wird dann hier ausgelegt. Und wenn dann mitnimmt, dann schauen wir, wo er landet. Dann hofft man, dass da jene sind, dass es weiter. Genau, das ist. Weiterbringt und dass es sich meldet auf der Gruppe. Ne? Ja, genau. Das wäre schön. Mit einem Bild vielleicht oder so, wo er ihn gefunden hat. Ne? Aber gute Werbeidee, habe ich ja schon gesagt. Meine Tochter tut ja auch gern Steine bemalen, da muss man mal schauen. Gehen, Kind? Einfach, du musst ja kein Künstler sein, um die Steine präzise zu. Ja, muss ja nicht. Das reicht, wenn sie nicht irgendwas wasserfeste Farben haben. Ich habe ein paar Tage am zweiten. Mussten wir auch da einen Führerschein hier verlängern. Montag bei der Leitung. Ja, da kommt noch ein Bier trinken oder so. Ein Foto von. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Willst du noch mal einen? Was? So einen Hut? Nee. Ich hab ja zwei. Ich war ja mit der Freundin hier 2019. Da haben wir schon zwei mitgeschleppt. Ja, okay. Passt schon. Ist doch schön, wenn die Leute wiederkommen. Das spricht ja für uns. Ne? Seit 2015 fahre ich schon, Thomas. Auf Touren. Kopipi haben wir gemacht, wir haben Katamaran gemacht, wir haben Pangna gemacht und jetzt Speedboat. Naja, dann. Besten Touren kann man lang. Was für Danke dir, freut mich. Tschüss, mach's gut, ne? Ciao. Mach's gut. Wir hoffen, wie lange bist du noch da? Donnerstag fliege ich nach Bangkok und dann mache ich eine Fahrradtour. Ja, vielleicht kommt es am Montag zur Live-Musik, wenn du es hast. Montag Live-Musik? Ja, Montag Live-Musik. Oder kannst du gerne ja natürlich. Kannst gerne natürlich auf morgen kommen. Morgen ist Sonntag. Meine Sprache war da immer schlechter. Gibt schon Aussetzer. Morgen bin ich in Bangla. Naja. Muss ja auch mal sein. Muss man auch mal machen. Ein Bierchen in der Bangla. Ne? Oder zwei. Oder drei oder vier. Aber dir merkt man die Biere heute gar nicht an, du hältst dich gut. Handarbeit. Schön. Schön, ne? Und wie denkt dran, ein Hut geht um die Welt, könnt ihr euch, das ist so eine Facebook-Gruppe. Ja, und dein Stein, wo ist jetzt dein Stein? Wo soll ich den hinlegen am besten? Am Tresen oder wo? Oder immer mal einfach am Tisch liegen lassen? Ja, irgendwann ist er weg. Irgendwann ist er weg und irgendeiner nimmt ihn mit. Okay. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!